Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fire Emblem. Die Vorbereitungen haben wir abgeschlossen und jetzt geht es tatsächlich los mit unserem Kapitel 25. Melinius erreicht Stufe 19. Melinius einsetzen, why not? Besetze Thron. Da gucken wir uns jetzt erstmal so um. Da ist der Thron. Drei Thron, schön. Wegfahren. Wie weit kommt ihr? Ja, weil es schneit nicht allzu weit. Also haben die eigentlich hier nur dicht gemacht. Hier oben sind magische Kräfte am Werk. Druide, kein allzu starker, kommt mir so vor. Der hat einen Thronschlüssel. Ja. Was hast du denn? Nichts wirklich Besonderes. Wie weit kommst du? Ah, gut, du kannst da angreifen. Erk und Hens. Zane. Gehen wir da weiter. Florina. Gehen wir da weiter. Ninian. Wäre zwar schön, wenn du tanzen könntest, aber kannst du ja leider nicht. Hens geht hier einen weiter. Luis darf sich neben ihrem Göttergarten stellen. Hier geht auch weiter. So, wie weit kommst du? Bis dahin? Du kommst zwei weiter. Du kannst wahrscheinlich auch nur zwei weiter, naja. Dass ich alle nicht so viel weiterkommen. Ja gut, die Diebe, aber. Wie viel Schaden würdest du machen oder kassieren? Wow, nicht so viel auf einmal. Lichtklinge. Die wird sogar reichen. Eigentlich zu stark. Na ja, komm, machen wir trotzdem. Was? In der Nähe sind wir stärker? Ah, okay. Dann stelle ich dich aber hier hin. Ja. Ich möchte gerne da oben an die auch noch, aber die sind eventuell zu weit weg. Die beiden aber umgehen. Ja. Sieht sogar recht vielversprechend aus, wenn ich tatsächlich oben lang gehe. Okay. Ja, du kannst ja wunderschön heilen, wenn es nötig ist. Jetzt schmeißen meine Katzen wieder alles durch die Gegend. Nicht lustig. Ninian, wo stellst du dich hin? Ja, hier. Tanzen. Ach, jetzt kannst du den normalen Tanz. Ja, ich kann mir auch vorstellen, warum. Du hast, glaube ich, auch nur Lanzen, ne? Ja, nur den Kurzspeer. Kann ich dich nämlich problemlos hier abstellen, dann bleibst du wenigstens dabei. Lassen wir auch die Teufelsaxt angelegt.
Was? Ja, ich wollte schon sagen, Gewitter. Die wollen mich echt ärgern. Naja. Die sparst ja noch. Warum? Das wären 11 Schaden. Kämpfen die jetzt alle mit Range Magie? What the fuck? Teufelsaxt 17 reicht nicht. Kriegeraxt. Unwesentlich mehr, aber ja doch, komm, machen wir. Vielleicht haben wir das Glück, dass wir noch einen Crit kriegen. Dieses Glück haben wir leider nicht. Ligault Lichtklinge wird aber reichen. Du kommst nicht ganz durch. Manikati, Silberschwert. Silberschwert? Reicht. Level up. Eliwood. Nö. Ja, lieber erstmal gucken, wie weit du kommst. Warten. Warten. Daher. Du kannst hier hin. Das aktiviert der Kurzbergrot. Warten. Hector, du kannst dich doch selber heilen. Du hast nur noch ein Heilmittel. Warum auf Hector? Tut doch nicht Not. Nein. Nein, nicht hier, nicht jetzt. Vergib mir, Eliwood. Sage meinem Bruder. Gammelober. Okay, direkt neu starten. Die Vorbereitungen sind ja trotzdem gespeichert. Das haben wir schon alles kennengelernt. Wir setzen mit den News trotzdem ein. Ligault darf direkt finishen. Jetzt funktioniert das nicht mehr. Okay. Hector. Warten. Ja, das Tor. Das Tor der Verzweiflung.
Hollywood. Nö. Was ist denn hier an? Wie weit kommst du? Okay, ziehst du jetzt einen nach vorne. Kombinieren mit dem Tanz. Damit kann Eddie Wood wieder auch darüber ziehen. Florina darf so vorziehen. Matthew. Na, ja, ist ja nur er. Du neben deine Götterdame. Ja, dich lasse ich hier rüber. Hawkeye. Regold darf auch da stehen bleiben, passt schon. Gewitter. Zum Glück daneben. Aua. Das tut doch weh. Wenn es trifft, tut das auch weh. Heilige Mutter. Einheit. Die müsste doch eigentlich weggekritzelt werden können. Dann brauchen wir noch nicht mal zum Crit für. Braucht aber definitiv Heilung. Stark. Auf Hector. Level up für Pent. Du musst hier rüber, damit Ninja noch mal tanzen kann. Hector mit der Kriegeraxt ihn wegnuken. Damit ist das Problem aus der Welt geschafft. Thronschlüssel, den wir eigentlich gar nicht so nötig haben. Upsala! Wer sich fragt, was das waren die Katzen. Die haben gesehen, hey, Herrchen hat eine Maus, mit einer Maus kann man spielen. Ja, der wollte da eigentlich alles nur. Nur ist gut dabei. Yeah.
vor. Matthew auch. Lorena auch 2 vor. Meilen weit daneben, brauche nicht anders zu erwarten. Ja, die 30% Chance, die sehen kritisch aus. Wenn du spielen willst. Eins. Und hier ist ein Spielkamerad. Säuberung, das hat eine höhere Trefferchance. Es ist eine halbe Verschwendung, ich geb's zu, aber ich will nicht, dass irgendjemand stirbt. Nicht schon wieder. Das würde ich nicht aushalten. 10, 14 reicht nicht, Silberschwertner, Turmon auch nicht. Hector, Griox. Warum fängt er auf einmal an, so alles zu wallen? In der Verteidigung, ja, hatte die Version davor wahrscheinlich weniger. Ja, das muss auch nicht weit genug für meinen Geschmack. Angreifen. Ich probiere es einfach. Wahrscheinlich wäre dann Magie auch deutlich stärker. Aber meine Magieanwände habe ich jetzt schon zu weit weggebracht. Silberbogen sind 20. Meisterbogen. Da ist der Silberbogen stärker, okay. Na, nehme ich den Silberbogen. Kriegeraxt. Ja, ist eine 17 Trefferchance. Jetzt weiß ich auch, warum er ganz direkt auf Lindis gegangen ist. Hector Level Up. Level 13. Lindis, Andres, Silberschwert, Urmanikati. Silberschwert, Manikati hat einfach einen höheren Crit. Level Up für Lindis.
Siegerholz. Warten. Matthew. Warten. Wie stark seid ihr? Das geht. Das geht. Ihr habt beide nur jeweils eine Lanze. Same. Item. Gegen eine Lanze wird. Ja, Lanze gegen Lanze ausrüsten. Und Axt hat eh einen Vorteil. Arme Florina. Na, da haut Zane gut rein. Das Überleben noch. Gut, dass du da nicht getroffen hast. Wow, doch nicht. Gut. Nein! Es tut mir so leid, ständig verursache ich nur Ärger. Damit haben wir auch keine Pegasus-Ritter mehr. Ah, wartet! Der Schneefall wird bald aufhören. Das ist eure Chance voranzukommen. Ja, das wäre sie in der Tat. Zane, Angriff, Silberlanze. Reicht nicht für einmal. Mache ich trotzdem. Fucigato. Wie geht's? Warten. Gehört. Ja, Lindes Silberschwert. Reicht nicht? Manikati. Ja, reicht. Ja, nee. Na, oben wartet eh nichts wirklich Wichtiges auf uns. Du kannst dich mit deiner Liebsten wieder zusammentun. Okay, nichts wie dahin. Schütze nicht. Sie könnte sich jetzt heilen. Ach, egal. Level up, Tänzerin. Thank you.
Lohnt sich das Retten? Ja, bevor wir unsere Heilerin verlieren. Warum? Aber einiges an Julian. Habe ich mir vielleicht die Todesroute ausgesucht? Meine Güte, die ist Imba, was das Ausweichen angeht. Gut. Matthew. Scheiße. Elliot. Rette uns den Tag. Danke. Ja, räum den ab. Level up. Level 2. Da reicht auch der Meisterbogen aus. Ah, sag mal Hector, dass er sich noch bewegen soll. Über Elliwood. Matthew. Rette mal sie. Jetzt geht's da unten weiter. Fliegerholz. Reicht nicht. Okay, dann machst du die Tür auf. Meisteraxt. Einfach treffen und gut ist. Na, war jetzt nicht nötig, aber warum nicht? Hawkeye hat seine Aufgabe erledigt. Zane wird sie wahrscheinlich auch erledigen. Jawohl. Gewitter erhalten. Schön. Ja, gut.
Erg steht da einfach gut. Ein Treffer noch auf Elk von irgendeiner Seite und dann wird böse. Aber Fakt ist, Elk hat jetzt schon gut, sehr, sehr gut aufgeräumt. Drei, das wird er noch überleben. Mehr darf jetzt aber nicht kommen. Halt durch. Weich aus. Uiuiuiuiui. Ausweichen. Auch wenn 9 sehr, sehr low ist, weich aus. Wir kennen ja hier Fire Emblem. Auch so 1% trifft zu 100%.